Hey, kennst du es auch, wenn man diese eine Chance in seinem Leben hat, einen seiner größten Träume zu verwirklichen? Ja, in diesem Moment oder an diesem Punkt bin ich gerade und vielleicht kommt es auch gleich sehr überraschend, was ich zu erzählen habe, aber ich wollte es ja auch viel früher erzählen, aber irgendwie war es vom Timing ungünstig und ja, du kennst es ja selber. Ich habe nämlich meine Wohnung gekündigt. Ich habe meinen Job gekündigt und ja, ich bin gerade dabei, meine Koffer zu packen. Ich möchte eine Weltreise unternehmen und möchte die Welt sehen und habe mir so gedacht, Max, du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du diese eine Chance hast und wenn du sie jetzt nicht nutzt, dann nutzt du sie nie. Irgendwie passt das alles gerade und ich freue mich so mega drauf und möchte einfach heute mit dir darüber reden, warum ich das alles vorhab, was so meine Gedankengänge sind und ja, freue mich einfach aufs heutige Video. Bullshit, natürlich habe ich meine Wohnung und meinen Job noch. Eine Weltreise steht zwar an. Aber noch nicht jetzt. Ich habe aber zwei tolle Menschen persönlich kennenlernen dürfen, die sich genau diesen Schritt ja zugetraut haben, um ihren Traum zu leben. Nämlich Sonja und Chris, die zwei für mich bekanntesten Weltenbummler auf YouTube unterwegs, unter dem Namen Wir sind weg. Sie sind vegan unterwegs, falls dich interessiert. Und die beiden habe ich getroffen mit vielen anderen in Hannover. Es war ein Haufen voller Inspiration. Und wenn du jetzt der Meinung bist, eine Weltreise ist eine geile Sache, dann solltest du jetzt genau zuschauen. Viel Spaß! Aber ihr alle habt es trotzdem heute nach Hannover geschafft, weil wir von sehr weit anreisen, wie wir gehört haben.
Also da freuen wir uns riesig drüber, dass er uns hier heute nicht alleine stehen lässt. Wenn diese Idee reift und zur Sucht wird, zur Sehnsucht, wenn das Fernweh ruft und man beginnt, erste Pläne für eine große Reise zu schmieden, den Mut, das Gewohnte hinter sich zu lassen, sein bisheriges Leben loszulassen, sich Neuem und Unbekanntem zu öffnen und sich seinen Weg durch die Welt zu bahnen. Dann die kleine Wohnung, die Jobs, wo man dann nicht weiß, ob oder wie man sich festlegen soll. Und das Leben fühlt sich an wie ein endloses Provisorium. Und somit fassen wir den Entschluss, wir wollen einfach tun, was wir lieben. Wir wollen unser Glück herausfordern. Wir nehmen dafür all unseren Mut zusammen und vertrauen tatsächlich in unser Bauchgefühl. Und so nehmen wir uns 2014 vor, ein Jahr später, Mitte 2015, muss es endlich losgehen. So, und dann hatte man mal so ein Stündchen Zeit, ja, was macht man dann? Wie fängt man an? Und da haben wir einfach erstmal so eine Liste gemacht, so detailliert, ne? Schön farblich markiert, richtig lang. Und ihr müsst euch vorstellen, jeder Punkt, der jetzt draufsteht, der splittet sich nochmal in 10 Unterpunkte. Der wichtigste Punkt, von dem wir uns trennen müssen, sind tatsächlich unsere unbefristeten Arbeitsverhältnisse, unsere Jobs. Und dieser Schritt ist einerseits für uns wichtig, denn wir wollen nicht einfach nur einen begrenzten Zeitraum eine Auszeit nehmen und dann wieder zurück, sondern wir wollen einen neuen Lebensabschnitt beginnen, selbstbestimmt und auch eventuell selbstständig arbeiten. Das ist meine Fahrt zum letzten Arbeitstag. Wir haben das alles nochmal so durch den Kopf gegangen und meine Kollegen haben mich so lieb verabschiedet, den Tag vorher. Und da war ich dann doch schon ein bisschen traurig, tatsächlich. Ich habe noch bis einen Monat vor der Abreise halbtags gearbeitet. Das ist mein letzter Arbeitstag, wirklich auch ein bisschen bedröppelt. Und mir fiel das auch wirklich schwer, weil ich endlich mal einen Job gefunden hatte, der mir richtig gut gefallen hat. Ich bin wirklich gerne morgens dahin gegangen. Ja, wir haben dann auch 4 Monate vorher unsere Wohnung aufgelöst, unseren Haushalt. Ja, und auch wenn man es jetzt uns vielleicht nicht ansieht, aber das war halt ein Abschluss eines Lebensabschnitts und der Beginn unseres Lebenstraums. Super. Nein, also es war wirklich einzigartig. Heißt, nein, ja, doch, es war gut. Das war super. Es war einzigartig, informativ auf jeden Fall. Wir haben selber auch in der Richtung was geplant. Wann wissen wir noch nicht genau? Und deswegen haben wir halt gesagt, dass wir unbedingt uns das anschauen wollen. Ja, super fanden wir die Veranstaltung. Aber war doch mal eine interessante Reise durch die paar Länder, die sie da hatten. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also top, dass ihr euch das getraut habt. Wir waren sehr gespannt, wie ihr das aufbaut, wie das sein wird. Und also ich bin begeistert. Cool, coole Aktion. Ja, auch von mir gibt es einen Daumen rauf.
Super Aktion auch, selbst wenn man eure ganzen YouTube-Videos schon kennt, war das schön, hier euch persönlich natürlich zu treffen und nochmal die ganzen Geschichten von euch zu hören und natürlich auch mehr, als man bei YouTube von euch sehen kann. Ja, es war super gewesen. Wir hatten das total toll vorbereitet und hat jetzt auch richtig viele Reiseziele, wo man selber hin will. Die Veranstaltung war einfach genial. Also vor allem die Bilder, die haben einfach waren einfach faszinierend so zu sehen, nochmal das auch alles zusammengefasst zu sehen und nicht nur in den kurzen Videos, die sie sonst eben hochladen. Ja, es gibt eigentlich kein großes Reiseziel. Nicht. Jede Ecke ist schön. Deutschland hat auch schöne Ecken, Europa hat schöne Ecken, Russland, egal wo du hingehst, du findest überall schöne Sachen, Menschen, Leute, Landschaft, egal was. Ich finde, die beiden haben das halt auch schon ganz toll gesagt, dass man sich einfach mal leiten lassen soll. Und genau. Wir würden auch losfahren, klar, mit einem Ziel und dann einfach mal das Ganze laufen lassen, treiben lassen. Ja. Unser größtes Reiseziel? Eigentlich auch die ganze Welt, nur in kürzeren Etappen. Asien würde ich sehr, sehr gern bereisen und gerne vielleicht auch mal etwas länger als nur die obligatorischen 2 Wochen. Ja, für mich kann die Welt eigentlich nicht groß genug sein. Mich interessiert vor allem die Natur. Kanada würde mir da auch sehr entgegenkommen, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch viele andere schöne Plätze, die man jetzt vielleicht auch gar nicht kennt. Südamerika. Ach, da gibt es unendlich viele Ziele, die es wert sind, entdeckt zu werden. Das Ziel ist dann erstmal nach Malta, würden wir gerne. Und wo die beiden jetzt waren, auf jeden Fall auch Kanada. Die Mongolei. Liebe Grüße und viel Spaß. Ja, also sie sollen weiter ihr Motto verfolgen und let it flow. Ja, sie sollen nicht in jede Höhle reinklettern. Und schnell wiederkommen. Das kann gefährlich sein auch manchmal. Es war super schön, euch wiederzusehen. Schade, dass wir euch so selten persönlich sehen. Aber für euren Traum nehmen wir das natürlich in Kauf. Und wenn wir uns dann sehen, freuen wir uns umso mehr. Und wir wünschen euch weiterhin viel Glück und Erfolg für alles, was ihr vor euch habt. Und genießt euren Traum. Ja, und weiterhin viel Vertrauen in die Welt und in die Menschen. Das haben sie super vorbereitet und viel Glück für die weitere Reise. Genau, viel Glück. Alles Gute für die Reise, dass alles weiter hinhaut, dass sie noch sehr viel Vertrauen haben in die Menschen und auch einfach in den Zufall, wie man so schön sagen könnte. So ihr Lieben, wir sind fertig nach der Veranstaltung. Ich bin mega K.O. vor so vielen Eindrücken, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade auch eine Weltreise gemacht und ich würde euch bitten, einfach nochmal ein Wort an alle loszulassen, die vielleicht auch selber vorhaben, eine Weltreise zu machen. Erste Gedanken schmieden und vielleicht noch so einen kleinen Multitipp von euch brauchen. Multitipp. Ja, macht nicht zu viele Pläne, denn es kommt auf Reisen immer anders. Das ist das, was wir wirklich gelernt haben. Und wenn man da sich zu fest an seine Pläne hält, ist das irgendwie schwierig und es kommt sowieso immer anders. Und von daher einfach mal drauf losreisen und die Situation so annehmen, wie es kommt. Und das hat uns bis jetzt wirklich am besten getan. Genau. Also es ergibt sich immer. Genau. Und das Ganze nicht zu doll verkopfen, sondern mehr aufs Bauchgefühl hören. Ja, genau. Wir haben unsere Limo jetzt verdient, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Bis dann.